Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Wir hatten im Video 53 angefangen mit der Gestaltung von Listen oder Gestaltung mit Listen. Und vorher im Video 51 und 52 hatte ich erklärt, wie man Listen überhaupt generell anlegt. Und wir wollen jetzt weitermachen und unsere ungeordnete Liste weiter verfeinern und die auch ein bisschen interaktiv machen. So, dazu gehen wir jetzt erstmal hier in unser Programm hinein und das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist, wie man ein Bild in hier reinsetzt, so dass das so aussieht. Moment. Jetzt. So, bisher sieht es so aus. Es gibt hier also einen Punkt, ausgefüllten Punkt, der innerhalb des Listenelementes sitzt, und das soll jetzt anders werden. Ich zeige euch jetzt hier, das kann man ganz einfach machen, das ist der dritte List-Style-Befehl und der nennt sich einfach Image, ein Doppelpunkt, und dahinter gibt man jetzt eine URL an, und zwar die URL von dem Bild, das man haben möchte, und ich habe euch das mein HTML-Editor jetzt mal so ein bisschen zusammengeschoben, und dann seht ihr, hier sitzt ein kleines Bild-File, ein PNG-File, und das nennt sich Cart, also ein Einkaufswagen. Und das lade ich jetzt einfach mal hier rein, Cart.png. Das muss in Anführungsstriche gesetzt werden und dann in Klammern hinter dem Wert URL und ganz zum Schluss eben das Semikolon, das dürft ihr nicht vergessen. So, jetzt speichere ich das Ganze und schaue mal an, was passiert. So, und dann seht ihr, jetzt ist der Punkt durch den Einkaufswagen ersetzt worden. Sollte er das Bild nicht laden können, erscheint der Punkt wieder. So, und sobald man ein Bild lädt, wird der Punkt ersetzt. Also man kann nicht beides haben. Also das, entweder das eine oder das andere. Und der Punkt ist dann auf jeden Fall für das Bild der Wert, der angezeigt wird, wenn das Bild nicht geladen werden kann. Gut, so, das ist das Erste, was ich euch zeigen wollte. Als Zweites zeige ich euch, dass ihr auch ganz beliebig irgendein Bild nehmen könnt, so aus dem Internet, und ich sage jetzt mal Erdbeere, das möchte ich haben, und dann gehe ich in Bilder hinein, so, und dann gibt es hier verschiedene Vorlagen, gucken wir mal, ja, die sind alle recht groß, die Bilder, deshalb, das wird so ein bisschen umständlich werden, aber na gut, gucken wir mal hier, das ist ganz schön klein, so. Da gehe ich jetzt mal rein. So, und jetzt dürft ihr nicht hier die Adresse nehmen, sondern ihr wählt hier aus die Originalgröße, sodass euch euer Internetbrowser nur dieses Bildchen anzeigt, das hier. So, dann geht ihr hier oben rein in die Linkleiste und kopiert einfach den ganzen Link. Und dann geht ihr hier rein und gebt den an. So. Und jetzt habt ihr hier tatsächlich eine HTML-Adresse, eine HTTP-Adresse im World Wide Web. Dann speichern wir das Ganze mal ab und gehen in unseren Browser zurück, aber jetzt auf unsere veränderte Internetseite. So, und jetzt seht ihr, hier wird das Bild reingesetzt. Das ist unschön groß, aber wir wollten das ja jetzt nur zur Demonstration haben. Aber das ist eine Möglichkeit eben, um ein Bild direkt aus dem Internet zu laden. Gut, das können wir jetzt wieder verlassen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die man machen kann, wenn man ein Bild mehrmals verwendet oder beziehungsweise schon irgendwo anders gespeichert hat oder wenn ein Freund irgendwas hochgeladen hat, was weiß ich, ein Bild, wo er gerade Minecraft spielt, so, und ihr wisst, der Freund erlaubt euch, das Bild zu verwenden,
dann könnt ihr das eben tatsächlich aus dem Internet rausladen. So, wir bleiben aber jetzt hier bei unserem kleinen Einkaufswagen. Und ja, was ich euch nochmal zeigen kann, ist, was passiert, wenn das Bild größer wird. So, ich nehme jetzt mal hier die Wolke, die wir schon mehrmals verwendet hatten. Die speichere ich dort rein. Die hat eben keine 16x16 Bildschirmpixel, sondern 48x48. So, und wenn wir jetzt hier reingehen, dann sehen wir, dass die erste Zeile hinter dem Bild anfängt, aber die nächsten Zeilen nicht mehr. Und hier oben bleibt dann dementsprechend Platz. So, und das muss man eben sagen, gut, okay, das akzeptiere ich oder das akzeptiere ich nicht. Gut, und wir ändern das wieder um und haben jetzt hier wieder unseren kleinen Einkaufswagen. Gut, das ist eine Möglichkeit oder das ist die Art und Weise, wie man Bilder als Listenpunkte verwendet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann machen wir das Ganze interaktiv.